So, hallo, da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Ich muss eben mal gucken, ich habe mich nicht gemutet, sehr gut. Hallo? Und da ist auch schon die Claudette und der liebe Kasperle. Ich meine, Dwight. Ich spiele die Nancy mit ihren einzigartigen lehrbaren Perks. Und wir spielen gegen Ruin. Mit der Spirit. So, ich gehe mal hier eben mit dem Kasten ran. Und ziehe mal ein bisschen weiter. Es wäre schön, wenn jemand das Totem finden würde. Also, ich sehe die Spinnenbeinchen wackeln. Kasper, der wird noch gejagt und er hat Verwandt dabei. Oh, der Kasten ist schon aufgebraucht. Ich habe da mehr Einheiten reingepackt und schnellere Reparatur. Puh. Ja, die wird jetzt direkt hier rüberkommen, denke ich. Ich bin noch gar nicht zum Erklären gekommen. Naja, also ich wollte nämlich erklären noch. Das wurde sich nämlich gewünscht. Was das mit den einzigartigen lehrbaren Perks auf sich hat. Oh je. Ich fühle mich gar nicht gut hier. Sorry, dass ich so lange gebraucht habe. Willst du geheilt werden direkt? Ja, sehr gut. Ich habe leider nichts, um es schneller zu machen. Da ich nämlich, gute Überleitung, nur ihre einzigartigen lehrbaren. Lauf. So, lehrbaren Perks dabei habe. Die da wären. Innere Kraft auf der 3 Uhr, was ich aber leider noch nicht aufgeladen habe. Hier wird doch gearbeitet, ich höre das doch. Es wurde gearbeitet, naja. Es wird nämlich aufgeladen. Oh Scheiße, jetzt weiß ich, dass ich hier bin jetzt. So. Und ich gehe down. Auch verdient, ne? Innere Kraft ist, wenn man ein Totem wegnimmt, dann wird es aufgeladen, das Perk. Immer wenn man ein Totem aufnimmt, hat man eine Ladung innere Kraft und kann sich dann im Schrank einmal heilen selber. Das dauert dann so 10 Sekunden, ist deswegen viel schneller, als wenn man mit Selbstfürsorge spielt. Oder sich von anderen heilen lässt. Vor allem, weil die anderen da nicht mit involviert sind und nicht zwei Leute aus dem Spiel raus sind, um Generatoren zu machen, sondern nur eine Person. Ich finde das ganz gut, vor allem, weil es einen auch dazu nötigt, haha, Totems wegzunehmen, die ja auch Fähigkeiten von den Killern beinhalten können. So. Gut, wir gehen anscheinend weg. Und sie will an die Kiste eigentlich, oder wie? Könntest du mich mal befummeln, bitte? Ja, danke. Dann mach halt. Ich suche mir ein Totem. So, nämlich. Sie tunnelt ganz gut den Dwight weg. Ich weiß nicht genau warum. Überall Generatoren, aber kein Totem. Dwight müsste jetzt auch raus sein. Aber sie hebt den gar nicht auf. Da ist ein leuchtendes Totem. Das ist bestimmt der Boden. Ich gehe trotzdem dran. Oh nee, das war Ruin. Sehr schön. Gehe ich nämlich hier rein. Zack, bumm. So, das zweite Perk, was ich mit habe von ihr, ist unten auf der 6 Uhr fixiert. Das macht, dass ich meine eigenen Kratzspuren einmal sehe, wenn ich renne. Und andererseits, dass ich, wenn ich unverletzt bin, 20% schneller gehe als so manch ein anderer. Falls sie Barbecue dabei hat, renne ich in diese Richtung, dann renne ich in die Richtung und gehe
5 Sekunden in die eine Richtung, 5 in die andere. Müsste reichen. Wo? Dort. Hm, uncool. Wird auch schon aufgehoben. Ja. Bisschen unpraktisch, sorry. Aber kann ich jetzt nicht ändern. Sie will jetzt direkt hier hinkommen. Sie hat keinen Grund, ja, woanders hinzugehen. Ich hoffe, dass der Dwight jetzt wegkommt. Mensch, 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 Mensch. So, also. 20% schneller laufen, habe ich schon erklärt. Und dann habe ich noch Better Together, besser gemeinsam. Das macht, dass wenn ich an einem Gen arbeiten würde, mal irgendwann in dieser Runde, den anderen Mit-Survivern angezeigt wird, wo ich arbeite. Also die Aura des Generators, in dem ich bin, wird nur den Survivern hervorgehoben. Das ist ganz praktisch. So. Hier vorne hatte ich ein Totem gesehen, da würde ich gerne einmal dran gehen. Hier ist sie in ihre Fähigkeit gegangen. Und bringt ihn wieder in den Keller. Ja, der Ärmste. Sie hat es ziemlich dolle auf ihn abgesehen. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie... Ja, ist ja die Obsession. Jetzt höre ich sie. Okay. Gut, dann gehe ich mal hier ran. Genau, und das sind die Perks. Ich habe es endlich geschafft, das Ende zu erklären, glaube ich zumindest. Es war ein bisschen konfus. Spirit macht mich immer ziemlich nervös. Wie viel zu selten Killer und vor allem habe ich Spirit als Killer auch gar nicht selber. Als dass ich es so genau verstehen würde. Also eigentlich müsste man... Warum sehe ich ihre Aura? Viel öfter Killer spielen. Ich gehe mal hin. Ja, weil wenn man immer nur Survivor spielt, dann kennt man nur die Survivor-Sicht und eigentlich nicht selbstbefreien, ich bin doch schon auf dem Weg. Und eigentlich muss man beide Sichtweisen kennen. Ja, schneller ging nicht, sorry. Soll ich dich hochheilen? Ich würde hier direkt rüberkommen, sie lässt sie liegen. Und sie hebt sie auf. So. 21, 22, 23, 24, 25 und ich gehe in diese Richtung. Gut, ich renne ein bisschen. Gegen Spirit ist am besten, wenn man nicht rennt. Aber was soll ich machen, ne? Da ist sie. Nee, da ist sie nicht. Hier ist sie. Gut, soll sie mich doch jagen? Macht sie aber gar nicht. Okay. Sehr schön. Hä? Ja, ich war schon verletzt. War ich schon verletzt? Wie auch immer. Da? Ich bin ein bisschen verwirrt. Ja, ist die erste Runde des Tages.
für mich. Deswegen ist es gerade ein bisschen... Ich spiele nicht ganz so häufig. Ich habe es eine Zeit lang richtig gesuchtet, das Spiel. Ja, aber in letzter Zeit irgendwie nicht mehr so viel. Ich spiele viele andere Dinge. So. Ja, weißt du was? Geh mal rüber. Geh mal rüber, ist okay. Ich kann mich selber heilen. Legst du den auf? Wir müssen noch einen Gen machen. Aber irgendwie erscheint es mir ein wenig unmöglich gerade. Okay, runtergeholt schon. Da kommt Spirit auch. Da ist auf jeden Fall ein Rabe geflogen. Ich versuche mal einen Gen zu finden. Die zweite wurde auch schon erwischt. Dann finde ich erst recht einen Gen. Jetzt. Los. Ich habe das schlechte Gefühl, dass alle Gens hier in der Ecke sind. Da hinten. Soll ich heben? Ich gehe lieber ran, du hast recht. Die ist raus. Und sie wird direkt hier rüber kommen. Natürlich auch keine Palettis mehr hier. Und hängen geblieben. Tja. Jetzt poppt sie dagegen. Und die andere sucht die Luke, glaube ich. Spirit besteht ein bisschen auf ihren 4K. Ich kriech mal durch die Gegend, sie wird gejagt. Vielleicht finde ich ja die Luke hier irgendwo. Sie wird aufgehoben. Es wäre richtig schön, wenn hier die Luke wäre. Ist sie aber nicht. Dort? Dort. Los, 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 los. Oh nein, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Und ich krieg die Trophäe. Was für ein Luck war das denn? Oh, guck mal, geschickte Dancy. Ich hab nicht gedacht, dass ich es noch rausschaffe.
Ich lacke. Oh, ich bin besser als ihr. Ich bin besser als ihr. Sorry. Ja, da hatte ich auf jeden Fall super viel Glück, dass sie mich noch liegen lassen hat. Krass, das war richtig gut. Genau, das hatte ich noch nicht erzählt. Aber das habe ich in den letzten Videos schon erklärt. Ich versuche, sämtliche, also nicht sämtliche, aber viel mehr Trophäen zu bekommen und arbeite gerade daran, die Trophäen zu bekommen, für die Survivor nur mit ihren einzigartigen Perks zu entkommen. Und jetzt habe ich die Nancy auch geschafft, nachdem ich die Zarina gemacht habe, Feng, Steve und Yui auch. Habe ich Yui schon? Ich glaube nicht. Müsste ich nochmal nachgucken. Doch, Yui habe ich auch schon. Ah, das fühlt sich richtig gut an. Erste Runde des Tages und direkt eine Trophäe gekriegt. Besser kann es eigentlich laufen. Wenn es am besten läuft, soll man ja aufhören. Also, ciao Leute. Hat Spaß gemacht.